87% der Bildes haben es gefordert, okay. Ja, ich fordere es nicht. Also ich finde, habe schon mal gesagt, dass ich diese ganzen Ausdrücke, peinlich, pleite, Schande, was ich was alles, also was, wenn das eine Schande ist, dann wir haben echt andere Sorgen, als wenn wir jetzt im Spiel gegen Nordmazedonien verlieren. Freut euch doch für die Nordmazedonier, die sind glücklich ohne Ende. Haben, natürlich ist eine kleine Sensation für sie, ist eine kleine Fußballernation im Verhältnis zu Deutschland, eine kleinere Fußballnation. Und die freuen sich ohne Ende, haben es auch ordentlich gemacht. Freut euch doch mal für die Menschen, denen es dann gut geht und nicht immer Schadenfreude für denen, denen es im Moment nicht so gut geht, in dem Fall der Niederlage. Ich freue mich für Goran Pandev. Hätte in der ersten Viertelstunde niemals gedacht, dass der jemals in eine torgefährliche Zone kommt, weil der so tief stehen musste. Hat dann ein Tor gemacht. Ja, dann haben sie auch ein schönes zweites gemacht. Ist doch schön. Und wir Deutschen werden trotzdem auch unter Jogi Löw eine gute EM spielen. Alle locker bleiben.